voller Kampfeseifer hier heute hergekommen, um der Vorsitzenden zu helfen, klarzumachen, dass solche Leute wie Mike Möhring, aber auch Werteunion und so weiter nicht die CDU bestimmen dürfen und dass wir jetzt klare Kante gegen solche Abweichler machen müssen, nach rechts und nach links. Klare Kante heißt was? Klare Kante heißt hier nicht herumzutricksen, Spielchen zu machen, Ego-Trips zu machen, wie das in manchen Fällen gewesen ist. Und dass wir klar uns als demokratische Partei der Mitte erweisen, wir können nicht aus irgendwelchen taktischen Überlegungen mit rechts oder links gehen. Man könnte es ja auf die Spitze treiben und sagen, also das Abstimmungsverhalten der AfD bei der Abstimmung um den Ministerpräsidenten hat Annegret Kramp-Karrenbauer letztendlich weggeputscht. Diese Interpretation wird vielfach kommen und deswegen bedauere ich, dass Linke und AfD sich heute als Sieger sehen. Wie geht es denn jetzt weiter? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann, aber ich hoffe, dass das jetzt das echte Zusammenrucken der CDU bringt und dass wir jetzt klare Linie fahren und deutlich machen, bei allen Risiken, auch bei Risiken des Wahlverlustes, keine Taktik mehr, um Wahlen zu gewinnen, sondern klar uns als CDU mit unseren Grundsätzen präsentieren und dies der Bevölkerung vorstellen. Aber ist es nicht auch so, dass Illoyalitäten in Ihrer eigenen Partei letztendlich die Parteivorsitzende sturmreif geschossen haben? Auch das ist der Fall. Und besonders ist natürlich, ich habe heute Morgen wieder das Interview des Vertreters der Werteunion gesehen, so etwas darf man gar nicht zulassen. Wenn man solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand. Das ist wie ein Krebsgeschwür. So etwas muss man vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen, damit ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann. Also ein Krebsgeschwür muss man rausschneiden am besten oder wegstrahlen. Heißt das mit anderen Worten, die Werteunion, die sollte man aus der Partei rauswerfen sozusagen? Ja, ob man das mit den individuellen Leuten machen kann, das ist nach dem Parteiengesetz sehr schwierig. Aber die Werteunion kann nicht als Werteunion der CDU auftreten. Es ist nicht möglich, dass solche Vereinigungen im Namen der CDU sprechen. Das sind ein paar hundert Leute, die dann in jedem Interview, in jeder Veranstaltung vorkommen, auch von den Medien ständig präsentiert werden. Dabei haben sie in der Partei null Einfluss. Und ich glaube, dass man so etwas abschneiden muss. Da muss man kurz noch mal drauf zurückkommen. Wie ein Krebs.